Heute habe ich ein Video über eine Firma, die ich schon häufiger am Ohr hatte, die aber immer noch aktiv sind und mich wieder in zwei Anrufen betrügen wollen. Etliche Behörden und Rechtsanwälte warnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor diesen Betrügern. Ich bin der Callcenter-Crasher und wünsche euch viel Spaß mit diesem Video, das natürlich wie immer nach dem Intro beginnt. Hallo? Hallo, Hallo. ich bin Marianne. Ich habe gesehen Ihre Meldung auf unserer Website, dass Sie sich interessieren über unser Projekt des passiven Einkommens. Ja? Ja, das stimmt. Ich weiß ja gar nicht, welches Projekt Sie meinen. Ich spreche über Finanzmarkt. Ja gut, aber es gibt doch noch viele Projekte auf dem Finanzmarkt, oder nicht? Noch einmal bitte. Es gibt doch viele Projekte auf dem Finanzmarkt. Ja, Welches Projekt meinen Sie denn? wir machen Investitionen auf Basis der Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen. Ja, Und und? wir einfach stellen Sie sich vor, ein Geschäft, wo verschiedene Ware sind, aber Sie nicht sehen können, aber Sie können kaufen. Aber bei unserem Kauf Sie nicht das Geld verlieren. Sie einfach werden in ein paar Tage oder in einem Monat, in einige Zeit dieses Geld zurückkehren und Sie werden mehr haben. Das heißt als Deposit. Sie werden das Sie Geld kaufen. zurückkehren. Was meinen Ja, Sie damit? wir einfach kaufen einige Aktien, die haben niedrige Preise, aber dann wir verkaufen das für höhere Aber Sie haben doch Preise. gerade Und gesagt, dann Krypto. Krypto ist ja nicht Aktien. ja, Kryptowaluten, Kryptowährungen, Ja, aber Aktien sind Aktien, ja kein Krypto. wir beschäftigen uns mit verschiedenen Sachen. Ach so. Und weswegen rufen Sie da jetzt an? Wie bitte? Und weswegen rufen Sie da jetzt an bei mir? Moment, ich verbinde jetzt mit unser Finanzist. Mit wem? Hallo? Hallo? Schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Rohl aus Finanzabteilung. Sagen Sie mir bitte, wie geht es Ihnen? Erstmal, wen wollen Sie denn überhaupt sprechen? Also, mein Name ist Thomas Rohl. Ja, ich habe gesagt, mein Name ist Ja, Thomas aber aus wen Finanzabteilung. wollen Oh. Sie sprechen? Wiederholen Sie bitte, wie will ich sprechen? Wen wollen Sie sprechen? Mit wem wollen Sie sprechen? Ach so, ja, habe verstanden. Ja Warten und? Sie bitte ganz kurz einen Moment, warten Sie bitte ganz kurz einen Moment. Ja, ich werde also Ihren Namen suchen jetzt. Ach, Sie rufen mich an und wissen gar nicht, wer ich bin? Aber schauen Sie bitte, Sie haben mit meiner Kollegin gesprochen, Ja, die hat Herr auch nicht Heinrich, gesagt, ja, sagen mit Sie wem Sie bitte. sprechen wollen. Ja, Ihr Name ist Herr Heinrich, stimmt? Nee, Herr Heinrich ist nicht mein Name. Das ist mein Vorname vielleicht. Ja, dann alles ist in Ordnung, ja. Ich Nee, habe dann, Ihre Daten nein, ich möchte gerne mit einfach. dem Nachnamen angesprochen werden. Das ist ein Zeichen des Respekts. In Deutschland Okay, wird habe man immer mit verstanden. Nachnamen angesprochen. Okay, habe verstanden. Darf ich zu Sie sagen, also Herr Rüthemöller? Das ist richtig. Okay, super. Freue mich, dass wir haben also ein Verständnis gefunden. Ja, und So, welche dann Firma sagen Sie sind mir Sie bitte. jetzt? Meine Firma heißt Infinity Invest. Haben Sie irgendwann um unsere Firma gehört, oder? Nicht so richtig, nee. Okay, kein Problem. Dann, also meine Aufgabe ist Ihnen zu Woher haben Sie dann erzählen, meine dass. Nummer, dass Sie mich, ich höre, Ihre Firma kenne ich ja so gar nicht. Okay, Sie haben unsere Werbung gesehen. Welche Werbung? So, das ist Werbung um ein automatisiertes System. Ja, Ja, welche Werbung habe Computerprogramm, ich denn gesehen? Und warum? Werbung heißt Immediate Edge. Immediate Edge.
So, und wenn ich die Werbung ansehe, dann rufen Sie mich gleich an. Warum? Das ist ganz normal. Ich möchte Ihnen einfach erklären, wie funktioniert unsere Zusammenarbeit, was müssen Sie weitermachen und so weiter und so fort. Ach Das so. ist einfach meine Aufgabe. Sie haben Ihre Werbung gesehen, Ihre Daten gelassen und dann erhalten Sie Anruf von Ihrem Manager. Mein Manager? Ich So habe keinen einfach Ihr Manager. Kunde, Kunden, habe verstanden, mit Ihrem Kundenberater. Ach so, okay. Ja. Dann sagen Sie mir bitte, welche Fragen haben Sie an mich? Ja, meine Mitarbeiterin hat Ihnen einige Informationen schon erklärt und welche Fragen brauchen Sie noch? Ja, ich weiß ja über Sie und Ihre Firma weiß ich ja gar nichts, hat sie gar nichts gesagt. Okay, habe verstanden. Sagen Sie mir bitte, können wir Ihnen also diese Informationen schriftlich schicken? Per E-Mail Nee, oder per nee, ich WhatsApp? habe Sie doch jetzt am Telefon, da können Sie doch meine Fragen beantworten. Ja, natürlich. Was kann ich Ihnen erzählen? So, unsere Firma schuldet unsere Kunden sowie die finanzielle Bildung im Bereich des passiven Einkommens. Lesen Sie mal Wir nicht sind so ein schnelles spezialisiert auf Skript den. vor, ich verstehe Sie kaum. Okay. Wir sind spezialisiert auf den Kauf von Kryptowährungen, Rohstoffen und Aktien. Ja. Okay. Wir analysieren den Markt und dann geben Ihnen diese Informationen und dann können Sie auf dem Finanzmarkt Geld verdienen. Alles funktioniert ganz einfach. Wir verdienen an Preisdifferenz. Wir kaufen billiger und verkaufen teurer. Ja gut, aber Sagen Sie mir bitte. was ist, wenn ich Aktien halten will? Dann, das ist auch, wenn Sie wollen, also Entschuldigung, halten, dann natürlich können Sie das machen und dann werden Sie einfach Dividende erhalten. Das ist Okay. ganz normal. Ja, weil Sie sagten, ich verdiene an der Preisdifferenz. Das ist ja ein klassischer CFD-Handel. Ja, natürlich. Sie haben auch das Recht an Futures handeln. Ja, werden Sie also zum Beispiel mit größerer Summe kaufen, mit weniger Summe verkaufen, aber da können Sie auch einen Gewinn haben. Wir haben also ehrlich zu sagen, wir haben wirklich verschiedene Möglichkeiten, wie können Sie auf dem Finanzmarkt verdienen. Das werden Sie natürlich noch besser mit Ihrem Experten besprechen. Das ist ganz wichtig, Ihre Handelsstrategie entwickeln. Ja, werden Sie verstehen, mit welchen Finanzinstrumenten möchten Sie arbeiten, wie viel Zeit ungefähr pro Tag werden Sie tätigen in diesem Bereich und natürlich, wie viel Gewinn möchten Sie verdienen. Dann werden Sie das besprechen, dann natürlich werden Sie schon weitergehen, werden Sie die erste Transaktion tätigen. Ja gut, aber jetzt möchte ich mir erstmal Ihre Webseite ansehen. Können Sie mir mal Ihre Webseite buchstabieren, dass ich mir die mal ansehen kann? Ja, natürlich, natürlich kann ich das machen. Ja. Schreiben Sie bitte O wie Otto, Ja, weiter bitte. zweimal F wie Friedrich, Ja. C wie Cäsar, oh Entschuldigung, I wie Ida, Ja. C wie Cäsar, Ja. E wie Emil, Ja. Punkt, Ja. I wie Ida, Ja. N wie Nordpol, Ja. F wie Friedrich, Ja. I wie Ida, Ja. N wie Nordpol, Ja. I wie Ida, Ja. T wie Theodor, Ja. dann Y, Ja. I wie Ida, Ja. N wie Nordpol, Ja. V wie Viktor, Ja. E wie Emil, Ja. S wie Samuel, Ja. T wie Theodor, Ja. Punkt Pro. Punkt Pro. Das ist Ihre Webseite. Okay. Ja, stimmt, das Gut, ist also gut. unsere Handelsplattform. Okay. Ja, dann schauen wir doch mal ein wenig. So, das ist Ihre Firma. Und Sie sind, von wo aus rufen Sie an? Ich rufe Sie aus Frankfurt am Main. Unser Büro ist am Frankfurt am Main. Aber ich benutze jetzt also IP-Telefonie, um erst einmal mit Ihnen kommunizieren. Das ist ein bisschen billiger für uns, ja, IP-Telefonie zu benutzen. Dann später, dann werden wir schon in Verbindung, werden Sie Möglichkeit haben, natürlich mit mir per WhatsApp kommunizieren oder per E-Mail, ja. Das ist kein Problem. Also sind Sie eine deutsche Firma? Unsere Firma registriert ist in London. Also keine Hauptbüro deutsche in Firma. London. Okay, gut. Dann Ja. haben Sie mal die Adresse in Frankfurt für mich. Ja, natürlich. Mergenthaler Allee 61.
Ah ja. Gut. Merken. Der Allee 69. 61 habe ich gesagt, Entschuldigung. 61. Allee 61 in Frankfurt. Das ist in Ashbourne, neben Frankfurt. Okay, gut. Also nicht aus Frankfurt. Okay, so, dann haben wir So, das schon mal. holen Sie bitte. Vielleicht kann Ihnen also diese Information geben. Werden Sie das ein bisschen später überprüfen? Ja, wenn Sie werden Zeit haben. Jetzt können wir also einfach um unsere Optionen sprechen. Ich werde Ihnen also erklären, wie genau können Sie auf dem Finanzmarkt handeln. Ich werde Ihnen unsere Plattform zeigen und dann werden Sie alles überprüfen. Was denken Sie darüber? Ja, dann erklären Sie mal. Okay. So, wie habe ich Ihnen gesagt, haben Sie zwei Möglichkeiten, wie können Sie auf dem Finanzmarkt handeln. Das ist einfach automatisiertes System, eine künstliche Intelligenz, welche installiert auf Ihrer Handelsplattform und mit Ihrem Konto an der Börse arbeiten. Ja, Sie brauchen nichts zu tun, Roboter macht alles selbst, ohne Ihr zu tun, durch technische Marktanalyse. Er öffnet uns die Handelspositionen und wir zeigen unsere Statistik aus 10 Transaktionen. 7 ist immer profitabel, 3 kann verlieren sein. Aber Sie Sie haben sagen auch ein die. Roboter, was ist das für ein Roboter? So, das ist einfach ein Computerprogramm, ja, künstliche Intelligenz. Welcher macht immer also die Ist Transaktionen. das Also der Roboter kann. MetaTrader oder? Nein, nein, das ist nicht bei MetaTrader. Bei MetaTrader können Sie selber die Transaktionen tätigen, ja. Mit automatisiertem System müssen Sie, also um automatisiertes System zu nutzen, müssen Sie unsere Plattform besuchen. Ja, gut. Okay. Ja. Und was weiter? Ja, aber Sie haben auch die andere Möglichkeit, das ist einfach mit unserer Experte in Verbindung bleiben und mit unserer Experte die Transaktionen tätigen. Ja? Er wird so auch fundamentale Analyse machen. Er wird die Nachrichten in der ganzen Welt analysieren und dann er wird Ihnen die richtige Information geben. Wie viel und an welcher Transaktion können Sie verdienen? Ja. Okay, sagen Sie mir bitte, welche Option ist die beste für Sie? Ja, das weiß ich noch nicht so ganz genau, weil noch weiß ich ja über Ihre Firma gar nichts. Aber Sie sagten irgendwie, ich kann also auch Aktien handeln, also behalten. Ja. Gut, dann habe ich die Frage, wie ist das beim Aktienkaufen mit dem Agio bei Ihrer Firma geregelt? Bitte nochmal. Wie ist das bei Ihrer Firma mit dem Agio geregelt? Ich weiß das. Was meinen Sie, Agio? Ja, Agio. Was ist das? Können Sie mir sagen? Sie sind ein Finanzdienstleister und wissen nicht, was ein Agio ist? Ja, Ja. tut mir leid, aber ja. Können Sie mir bitte das erzählen? Sie sind ein Finanzdienstleister und wissen nicht, was ein Agio ist? Ja, Sind Sie da sicher, ja. dass Sie Finanzdienstleister sind? Natürlich bin ich sicher. Ja, Dann welche stellen Sie Ausbildung bitte haben Sie Fragen. denn als Finanzdienstleister, wenn Sie nicht wissen, was ein Agio ist? Ich arbeite als Kundenberater. Meine Aufgabe ist Ihnen zu erklären, wie funktioniert unser Firma. Ja, dann ich, natürlich gebe ich Ihnen also volle Informationen, damit Sie können das selber überprüfen. Dann Ja, gut. später, das ist die Aufgabe von Ihrem Experten, welcher wird Sie Ja, begleiten. dann Mit würde ihm ich werden sagen, Sie. bevor ich bei Ihnen investiere, möchte ich natürlich wissen, wie Ihre Firma mit dem Agio umgeht oder so. Und das muss ich natürlich vorher wissen. Also verbinden Sie mich am besten mal mit jemandem, der mir das sagen kann. Leider nicht. Ich kann Sie nicht jetzt also mit meinem Chef verbinden. Verstehen Sie? Ja, gut. Dann sehe ich da wenig Leider, ja. Chancen. Ich werde mit Sicherheit nicht irgendwo investieren, bevor ich nicht weiß, wie Ihre Firma arbeitet. Vielleicht, also schauen Sie bitte, ich sage Ihnen nochmal, ja, ich werde Ihnen also volle Informationen per E-Mail, also schriftlich schicken. Lassen Sie mir bitte diese Möglichkeit, ja. Und dann werden Sie schon also volle Informationen haben. Was denken Sie darüber? Ja gut, aber Also wenn jetzt, sich... tut mir leid, ja, ich kann Sie nicht antworten und ich muss, also, habe also Okay. wichtige Termine jetzt. Okay, Okay? Tut mir sehr leid. Sie rufen an, um mir nicht zu sagen, okay, Sie sagten aber doch, Sie sind in England registriert und Ja, eine englische Firma. das stimmt. Okay, gut, okay.
Sind Sie dann auch als Finanzdienstleister reguliert irgendwo in England? Ja, natürlich. Ja, Und und ich wo? werde in das Chicken, ich werde bei FCA. Okay, prima. Dann FCA. die FCA. Dann haben Sie sicherlich mal die FCA-Nummer für mich. Referenznummer meinen Sie, ja? Richtig. Ja, natürlich. Ja, gut. Dann sagen Sie mir die bitte. Okay, schreiben Sie Ja. 93 9-3. 21 2-1. 35. 3-5. Ja. Sehr schön. Okay, können Sie das also jetzt selber überprüfen und dann werden wir später um einige Termine vereinbaren, okay? Ja, Wenn wie? haben Sie, wenn Nee, haben Sie ich Zeit. möchte auch vorher wissen. Also ich brauche ja keinen Termin, wenn ich schon weiß, was mit Ihnen los ist. Deswegen will ich das ja jetzt wissen. Okay, ja, dann prüfen Sie bitte jetzt über und dann werden wir also in Verbindung setzen. Ich werde Sie einfach. Nee, ich möchte das jetzt überprüfen. Jetzt sofort. Und Ja, Sie, okay. Sie sind so da, währenddessen am Telefon. Okay. Wo ist denn die eingetragene Adresse zu dieser Firma? Das ist in London. Ja. Können Sie das jetzt selber sehen? Ja, ich frage Barclay nach. Square. Welche Adresse ist das? Barclay Square. Mhm. 57. Stimmt? Okay. Gut, und Ihre Trainingsseite ist infinityinvest.pro. Ja, stimmt. Ja. Alles ist richtig. Also es tut mir sehr Ja, leid. nee, Wirklich, ich habe jetzt nein, einen sehr ich wichtigen sehe. Termin. Rüsten Sie bitte jetzt über und Ja, ich werde Ihnen einfach ich mache doch E-Mail schicken, gerade mal. okay? Vielleicht hören Sie einfach mal Okay, zu. danke Vielleicht Ihnen. hören Ja, Sie tut einfach mir mal leid. Ich habe zu. leider keine Haben Sie Zeit. keine Nein, Zeit? Sie alles rufen. okay. Hallo, Ja. Betrüger. Hallo, Betrüger. Ja, ich stelle schon fest. Sie, ja. Hallo? Hallo. Ja, hallo. Wir haben mit Ihnen gesprochen schon. Sie wollten Lizenzen sehen und ich habe Ihnen Wer sind Sie geschickt. denn überhaupt? Ich bin Marielle, Ihre persönliche Manager aus der Firma Infinity. Ja. Sie haben Ihre Nummer auf unserer Website gelassen und deswegen ich rufe Sie an. Ja, das kann durchaus sein. Welches war Ihre Webseite? Es war Website mit der Name Infinity, mit dem Namen. Die Webseite heißt Ja, Infinity. es geht um passives Einkommen, um finanzielle Bildung. Ja, also Ihre Webseite heißt Infinity. Infinity, ja. Ich weiß, Sie könnten bei der Werbung sich registrieren. Nochmal die Frage, Ihre Webseite heißt Infinity. Ja. Infinity.de oder was? Nee. Sie Infinity. konnten bei der Werbung sich registrieren. Ja, das habe ich ja nicht gefragt. Ich habe gefragt, wie Ihre Webseite Ja, heißt. das stimmt. Infinity.de. Ja. Infinity.de. Okay, da muss ich da mal noch mal gucken. Okay. So. Und ich bin hier, um mehr zu erzählen über unsere Firma. So. Also ich sehe momentan noch nichts bei infinity.de. Das ist eine weiße Seite. Aber wieso? Es könnte nicht sein. Ja, weiß ich nicht. Infinity.de wird mir nur eine weiße Seite angezeigt. Sie haben mir gesagt, infinity.de. Hallo. Hallo, Ja, aber warum wird mir vielleicht Ihre... Sie haben falsche Seite. Ja, Sie haben mir das doch buchstabiert. Infinity.de. Haben Sie gesagt. Ja. Ja, und da wird mir nichts angezeigt. Aber wieso? Wir haben Ihre Meldung, Ihre Nummer bei Ja, unserer Webseite aber von. Ihre Webseite heißt nicht infinity.de, sonst würde mir die ja angezeigt. Dann schauen Sie doch mal nach, wie Ihre Webseite wirklich heißt. Hallo. Okay.
Hallo. Ja, und wie heißt Ihre Webseite nun wirklich? Es geht um Investitionen. Das war nicht die Frage. Ich möchte wissen, wie Ihre Webseite heißt. Unsere Firma heißt Infinity. Ja, nee, infinity.de gibt es. Es gibt keine Webseite mit dem Namen infinity.de. Gibt es nicht. Hallo. Ihr Telefon aber ist kaputt. Ist automatisiert. Es ist ja, es ist doch egal, wenn Sie... Sie es ist haben, nicht egal. Ja, sagen Sie mir doch einfach mal Ihre Plattform. Wie heißt Ihre Plattform? Infinity.de kann es nicht sein. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Müssen Sie erstmal gucken, wie Ihre eigene Webseite heißt. Übrigens ist es... Ich werde Ihnen schicken unser... Nein. WhatsApp. Okay. Nein. Ja, können Sie gerne versuchen. Ich nutze gar kein WhatsApp. Okay. Ja, also, wie heißt Ihre Webseite nun? Warten Sie bitte. Ach, jetzt muss ich auch noch warten. Weil Sie Ihre eigene Webseite nicht kennen. Übrigens ist es sehr unfreundlich, das Mikrofon stumm zu schalten, während man telefoniert. Entschuldigung bitte, ich wollte nicht Ihnen etwas Schlechtes sagen. Ich wollte einfach ein bisschen... Ich wollte einfach Ihnen schicken, unsere Website, wo Sie werden sehen. Ja, die können es doch einfach buchstabieren. Bei infinity.de ist es nicht, das weiß ich inzwischen. Ja, wie schauen Sie doch einfach mal, gehen Sie mal auf Ihre Webseite und lesen Sie da mal die URL vor. Ah ja. Und schon wieder wird gestummt. Moment, bitte. Finden Sie Ihre eigene Webseite nicht? Ich weiß nicht, auf welcher Website haben Sie sich registriert. Ja, Sie haben doch gesagt, Sie müssen doch wissen, wo ich mich registriert habe. Haben Sie mehrere Webseiten? Nicht, wo haben Sie, es gibt viele Werbungen, die führen auf unsere Firma. Ach, viele. Wie viele Webseiten haben Sie denn noch? Wir haben nur eine Webseite. Na eben, dann nennen Sie mir doch mal die Webseite. Hallo. Aber Sie haben nicht WhatsApp, wo kann ich Ihnen schicken? Sie können mir einfach vorlesen, wie Ihre Webseite heißt. Infinity.de ist es nicht. Wie ist Ihre Webseite? Können Sie auch nicht lesen oder vorlesen? Können Sie nicht buchstabieren? Und schon wieder schalten Sie sich stumm. Das heißt Infinity Invest. Ach, auf einmal ist es was anderes. Ach so, auf einmal ist es was ganz... Sie haben eben gesagt Infinity.de. Aber ich sagte Invest. Nee, haben Sie nicht gesagt. Sie haben vorgelesen Infinity.de. Infinityinvest.de. Infinity Invest.de. Okay, gut, so. Dann schauen wir da doch mal nach. So. Oh, wird auch nicht gefunden. Infinity Invest.de gibt es auch nicht. Ich bin auf dieser Seite. Ich weiß nicht, aber das ist nicht Infinity. Nein, Infinity Invest.de gibt es gar nicht. Die Seite gibt es nicht. Es ist erste Seite im Internet. Erste Seite, es gibt... Infinityinvest.de, haben Sie gesagt. Ja, nee, gibt es nicht. Die gibt es nicht. Ich weiß nicht, warum können Sie das nicht finden? Ja, weil es die Seite nicht gibt. Nein, dann lesen Sie doch mal... Dann lesen Sie doch... Ja, lesen Sie doch mal vor, was da oben steht. Bei der Adresszeile. Lesen Sie mal vor. Infinity Investment. Ach, nein, Investment ist ja was anderes als Infinity Invest.
Ganz genau vorlesen. Was steht da oben? Hallo. Hallo. Ja, und? Können Sie nicht lesen? Aber warum? Ich sehe momentan auf dieser Seite und lesen. Sie können nicht das sehen. Das kann ich nicht, das kann ich... Hören Sie zu! Meine Herren! Schreien Sie auf mich nicht. Ja doch, ich schreie auf Sie. Sie sind ziemlich dumm, glaube ich. Sie sollten mir vorlesen. Infinityinvest.de, die Seite gibt es nicht. Punkt, das ist so. Lesen Sie vor oben in der Browserzeile vor, was da steht. Sie wissen nicht, was eine Browserzeile ist. Da steht Infinity Invest. Punkt was? Ich würde gerne... Punkt was? Diese Seite. Punkt was? Was und was? Punkt! Infinity Invest, Punkt und dann, oder auch Dot genannt. Was kommt nach dem Dot? Oh Mann, sind Sie dumm. Oh Mann. Ja, es tut mir fürchterlich leid, dass Sie so dumm sind. Ich kann Ihnen schicken. Nein, Sie können mir nicht schicken. Sie können ja doch, wahrscheinlich können Sie auch keine E-Mail schicken. Sie können ja doch nicht mal lesen. Infinityinvest.de gibt's nicht. Es existiert. Ich sitze momentan auf dieser Website und ich verstehe nein, nicht, sind Sie nicht. Das nicht aufmachen verstehen Sie eigentlich, was ich sage? Verstehen Sie eigentlich, was ich sage? Infinityinvest.de gibt es nicht, die Webseite. .de gibt es nicht. Warum sind Sie so skeptisch? Ich sehe es doch. Mein Gott, sind Sie dumm. Ich sehe es doch. Ich sehe, ich habe infinityinvest.de in meinem Browser eingegeben und die Seite gibt es gar nicht. Die gibt es nicht. Wahrscheinlich ist es dann nicht .de, sondern .co oder com oder sonst was. Aber Sie haben ja gesagt .de. Ich weiß nicht, was Sie da vorlesen, aber infinityinvest.de gibt es nicht. Und Sie können... Ich habe Ihnen geschickt per E-Mail diese Seite. Und bitte, wollen wir aber Infinity einfach mal reden, bitte. Ja, wir wenn Sie einfach mal zuhören Leute. Würden, verstehen Sie, was ich sage? Verstehen Sie es geistig vielleicht? Nein, offensichtlich nicht. Sie können nicht auf einer Webseite sein, die nicht existiert. Infinityinvest.de ist eine Webseite, die gar nicht existiert. Deswegen sollten Sie mir Ihren Link vorlesen, auf deren Webseite Sie sind. Wollen Sie ja nicht. Sie können alles mit Buchstaben buchstabieren. Ja, genau. Genau. Okay. Infinity. Buchstabieren heißt Finity. Ah ja, Sie können ja nicht mal buchstabieren. Also, Buchstabe für Buchstabe. Wie bitte? Buchstabieren. I. N. F. I. N. I. T. Y. I. N. V. E. S. T. Punkt. Ja, und nach dem Punkt? Punkt, nach dem Punkt. P. R. O. Ach, also doch nicht DE. Also doch, da haben wir es doch. Pro und nicht .de. Warum können Sie einfach nicht per Link gehen in diese Webseite? Sie kennen doch Ihre eigene Webseite nicht. Sie sagen mir infinityinvest.de und die gibt es nicht. Und machen mich dumm an, dass ich zu dumm wäre, die Webseite zu finden. Wenn Sie diese Webseite fallen... Lassen Sie mich ausreden! Wenn Sie doch zu dumm sind, Ihre Webseite richtig vorzulesen, dann maulen Sie mich an, dass ich zu dumm wäre, sie zu finden. Sie haben sie doch falsch buchstabiert. Ist doch Ihr Fehler. Ich habe Ihnen geschickt, unser Link, auf unserer Website. Aber Sie konnten es nicht buchstabieren. Genau darum geht's und doch. Ist das Problem?
Ja, natürlich, wenn Sie zu dumm sind zu buchstabieren, das ist ein Problem. Ich bin nicht dumm und Sie dürfen nicht mich nennen dumm, Doch, bitte. natürlich. Dann, doch, natürlich, wenn Sie, Nein. doch, natürlich, wenn Sie sagen, infinityinvest.de ist Ihre Webseite, dann sind Sie dumm, weil es gibt keine Webseite infinityinvest.de. Wie wir wissen, heißt das infinityinvest.pro. Und Sie haben gesagt DE. Verstanden jetzt? Warum ich sage, Sie sind dumm? Ist das großes Problem, dass es ist einfach nicht de, sondern pro? Natürlich! Webseite DE gibt es nicht. Warum Nein, es gibt keine Webseite infinityinvest.de. Die gibt es nicht. Geben Sie es doch mal selber ein in Google. Oder oben in der Browserzeile. ich habe gerade das versucht Ja, zu und machen. Sie haben eine Webseite gefunden, infinityinvest.de? Ah, doch nicht gefunden. Mein Gott, warum sind Sie so skeptisch und Ich bin nicht so, ich weiß skeptisch, Sie nicht, sind einfach nur ich dumm. Sie doch. sind zu dumm, Ihre Webseite zu nennen. Sie sind doch strohdumm. So, jetzt kommen wir zum Thema. Was wollten Sie mir jetzt mitteilen? Wir haben Ihre Nummer auf dieser Website gefunden und deswegen ich rufe Sie an. Ja, und? Weswegen jetzt? Ja, deswegen unsere Firma schuldet finanzielle Bildung des passiven Einkommens. Ja, okay. Es ist wie ein Geschäft, wo Sie verschiedene Waren kaufen können, aber nicht sehen. Aber beim Kauf, Sie werden nichts verlieren, sondern gegenseitig bekommen Geld. Wir beschäftigen uns mit Währungen, Stoffwechsel und Aktien. Was sind denn Wir bitten Stoffwechsel? uns, ja, Ja, was sind denn Gold, Stoffwechsel? Silber, Gold, Das sind Rohstoffe. Silber. Das sind nicht Stoffwechsel, das sind Rohstoffe. Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. So, also. Und da kann man bei Ihnen Geld verdienen, ja? Ja, im Allgemeinen verdienen Sie auf dem Finanzmarkt an der Preisdifferenz. Sie kaufen billiger und verkaufen teuer. Und diese Preisdifferenz ist Nettogewinn. Sie können auch mit fallenden Preisen Geld gewinnen. Das heißt, Sie haben nur CFD-Handel. Ja, es ist als Handelsplattform. Ja, naja, es gibt ja Handelsplattformen für CFD und es gibt Handelsplattformen zum Beispiel auch für Aktien. Normale Handelsplattformen. Sie bieten nur CFD-Handel an? Sie brauchen einfach zu registrieren auf unserem Hallo, ich habe etwas Handelsplattform. gefragt. Bieten Sie nur CFD-Handel an? Noch einmal bitte. Ah, vielleicht machen Sie mal, sorgen Sie dafür, dass es ein bisschen leiser ist bei Ihnen im Hintergrund, dann hören Sie mich auch. Also, Sie bieten nur CFD-Handel an? Wie bieten wir was? Sie wollen irgendwie eine Handelsplattform. Sie wissen nicht mal, was CFD-Handel ist? Ich schätze nein. Sie sind eine Handelsplattform und wissen nicht, was CFD-Handel ist? Dann Ja, schon. verbinden Sie mich bitte mal mit jemandem, der sowas weiß. Okay, eine Sekunde bitte. Ja. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Angelika Schindler, ich bin Managerin aus der Finanzabteilung. Meine Kollegin hat mir gesagt, dass Sie haben irgendwelche Fragen. Ja, natürlich, Können Sie mir fragen? die ist ja strohdumm. Die ist ja wirklich strohdumm. Sie sagte, ihre Webseite wäre infinityinvest.de. Die war zu dumm, mir ihre eigene Webseite zu nennen. Und jetzt sagt sie mir, sie wüsste nicht, was CFD-Handel ist. Sind Sie da ein bisschen schlauer oder sind bei Ihrer Plattform alle so intelligent wie Ihre Kollegin? Entschuldigen Sie, hat meine Kollegin Ihnen schon unsere Handelsplattform gezeigt oder noch nicht?
Ja, ich bin auf Ihrer Webseite, aber das Problem ist doch erstmal, dass Ihre Kollegin strohdumm war. Sie wollte mich auf infinityinvest.de schicken und diese Webseite gibt es gar nicht. Und sie hat mich dumm genannt, weil ich die Webseite nicht finde. Die Webseite ist infinityinvest.pro und nicht .de. So schlaue Mitarbeiter haben Ja, Sie? ja, genau. Ja? Ja, genau. Unsere Website heißt infinityinvest.pro. Ja, aber Ihre Kollegin hat gesagt infinityinvest.de. Also, ich glaube, entschuldigen Sie bitte, ich glaube, sie hat sich einfach geirrt. Ja, die war Sie ist strohdumm. neu bei uns. Ja, Sie ist natürlich. neu Vor bei allem, uns. ja, vor allem hat sie mir, hab ich gerade gefragt, ob sie nur CFD-Handel machen. Und sie wusste nicht mal, was CFD-Handel ist. Sind alle ihre Mitarbeiter so intelligent oder so dumm? Entschuldigen Sie, aber warum sprechen Sie auf diese Weise? Naja, gut, wenn eine Mitarbeiter einer Finanzdienstleistungsfirma nicht weiß, was ein CFD-Handel ist, was soll man dann von dieser Firma erwarten? Wissen Sie, Also, was CFD-Handel ist? ja, natürlich, Was wir ist das? handeln CFD auch. Ja, was ist denn CFD-Handel? Sie möchten, dass ich werde das Ihnen erklären, Ja, oder? genau. Erklären Sie mir, was CFD-Handel ist. Einen Moment bitte. Ach, müssen Sie das jetzt noch googeln? Und Sie wollen eine Finanzplattform sein. Das glaube ich ja gar nicht. Die Grundbegriffe des Internethandels. Und sie hat keine Ahnung davon. Na, geht's nun weiter? Mein Gott, ist ja unglaublich. Hier haben wir also die zweite Mitarbeiterin dieser Firma, die völlig unfähig und überfordert ist. Auch sie versteht nicht, was ich sage und musste erst mal googeln, was CFD-Handel ist, und ihre folgende Antwort belegt das auch. Die 4 Minuten Pause habe ich hier herausgeschnitten, damit es für euch Zuhörer nicht zu langweilig wird. Auch der vorherigen Mitarbeiterin musste ich die Zeit, in der sie nichts sagte, schon herausschneiden. Hallo, schon wieder. Ja. Ja, also wir beschäftigen uns damit. Ja, was ist denn nun CFD-Handel? Es ist zeichnet sich dadurch aus, dass wir werden als Trader auf steigende oder fallenden Kurs verdienen, spekulieren sozusagen. Okay, gut. Sehr holperig erklärt. Das ist Contract for Difference, nennt sich das. Deswegen CFD. Sie haben also Ja. scheinbar wirklich keine Ahnung. Tatsächlich. Sie müssen erst googeln, was CFD ist. Und Sie wollen eine Finanzplattform sein. Aber okay, lassen wir das mal dahingestellt. Ihre Firma, infinityinvest.pro, die arbeitet mit einer Webseite. Seit wann besteht denn diese Firma und diese Webseite? Wie lange sind Sie schon am Markt? Schon 10 Jahre, seit na, eigentlich seit 15.2000. Ich kann Ihnen auch unsere Lizenz schicken. Wo sind Sie denn lizenziert? Nach der Lizenz, wir sind in Großbritannien. Ah ja, und wo dann in Großbritannien? Wie bitte? Wo denn in Großbritannien? Meinen Sie die Straße oder was? Nein, die Firma, die sie lizenziert, die Behörde, die sie lizenziert hat. Ja, genau. Ja, und welche ist das? Es ist Landau Haus 57. Hallo, Sie verstehen kein Deutsch. Welche Behörde hat sie lizenziert? Ach so. Mein Gott, Sie stammeln dermaßen ein zurecht. Sie haben ja wirklich von Tut und Blasen keine Ahnung. Gut, also, welche Behörde hat sie lizenziert?
Das hat lizenzierte großbritannische. Ja, welche denn? In Großbritannien gibt es zwei Behörden, die lizenzieren. Bei welcher der beiden Behörden sind Sie lizenziert? Ehrlich gesagt, ich bin neu hier und ich habe... Ach, wieso? Ich denke, die andere war neu. Sind Sie auch neu? Arbeiten nur Anfänger bei Ihnen? Nein. Also, kann mir irgendjemand sagen, wo Sie lizenziert sind? Gibt es irgendjemand, der annähernd Ahnung hat von dem, was Sie meinen zu tun? Hallo, aufwachen. Hallo. Aufwachen. Ich bin wach genug. Ja, aber warum antworten Sie nicht? Hallo, aufwachen, antworten. Hallo. Ja, antworten. Oh. Eine Sekunde, bitte. Ach, noch eine Sekunde. Ja. Sie merken selber schon, dass Sie völlig überfordert sind. So, jetzt wird sie wieder mal stumm geschaltet. Oh, Sie sind so eine langweilige Firma. Gibt es bei Ihnen jemand Kompetenten? Momentan ist er beschäftigt. Ach, Sie haben nur einen, der kompetent ist? In der ganzen Firma nur Nein, einen, der wir weiß... wir haben genug. Ja gut, dann verbinden Sie mich mit einem, der kompetent ist. Okay. Ja, dann los. Bitte? Ja, was denn? Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Mein Name ist Jeda Walsch. Ich bin Vertreterin der Finanzabteilung von Infinity Invest. Sagen Sie mir bitte, welche Fragen haben Sie an mich? Ja, Ihre Kollegen waren ja alle stockdoof. Sind Sie ein bisschen schlauer? Noch einmal bitte. Ihre Kolleginnen, die bis jetzt am Telefon waren, waren ja alles absolute Anfänger. Sie wussten nicht, was sie tun. Sind Sie ein wenig schlauer? Ich verstehe nicht, was meinen Sie? Also das ist Ihr... Ich habe es klar und deutlich, ich habe es Ihnen klar und deutlich gesagt, Sie verstehen auch kein Deutsch. Warum meinen Sie so? Ich kommuniziere mit Ihnen ganz normal und nee, verstehe. Ich habe Ihnen gesagt, Ihre Kolleginnen waren sehr dumm. Und ich habe gefragt, ob Sie etwas schlauer sind. Also warum sprechen Sie so? Ja, Sollen Sie das hören? Die erste Kollegin hat gesagt, ihre Webseite wäre infinityinvest.de. Was ja nicht stimmt. Die zweite hat, lassen Sie mich ausreden. Die zweite hat gesagt, infinityinvest.pro, aber sie konnte mir nicht sagen, was ein CFD-Handel ist. Sie hatte keine Ahnung davon. Und jetzt die Frage, sind Sie ein bisschen schlauer? Nein. Sind Sie also, auch nicht? Okay. Also... Was meinen Sie? Also, was bedeutet, meine Kollegin dumm ist? Was bedeutet, ich bin schlauer? Sie verstehen noch nicht mal Deutsch. Ich habe es Ihnen gerade erklärt. Sie verstehen also auch kein Deutsch. Ich verstehe Sie ganz deutlich
Ja, aber die ja. Aber ich verstehe, was meinen Sie mit diesen Worten? Das habe ich Ihnen doch mehrfach gesagt. Sie verstehen also meine Sprache noch nicht mal. Ich habe Ihnen gesagt, nein, lassen Sie mich ausreden. Soll ich Sie noch mal erklären? Bitte, mit diesen Worten, dass ich bin schlauer, was meinen Sie mit diesen Worten? Ich habe gefragt, ob Sie schlauer sind als die anderen Kolleginnen. Das habe ich gefragt. Sie verstehen wirklich kein Deutsch. Kein Fall. Also, was denn nun? Ja, nun stammeln Sie mal nicht so. Überlegen Sie genau, was Sie sagen wollen und dann flüssig in eins raus. Also, was wollen Sie sagen? Ich bin nicht schlauer und meine Kollegin ist auch nicht dumm, wie Sie haben gesagt, und auch nicht schlauer, wie Sie sagen. Verstehen Sie das? Das ist unhöflich von Ihrer Seite sozusagen. Ja, also, was soll ich denn anderes davon halten, wenn Ihre Kollegin mir die falsche Webseite sagt und die andere Kollegin als Finanzdienstleister noch nicht mal weiß, was ein CFD-Handel ist? Was soll ich von solch einer Firma halten? Das ist meine Frage. Unser Unternehmen heißt Infinity Invest. Ja? Also Sie haben sich auf unserer Webseite angemeldet. Ja, und? Was soll das nun bedeuten? Ja. Mein Gott, hören Sie doch einfach mal zu Ende zu. Sie haben mir die Frage gestellt, ob ich mich bei Ihrer Firma angemeldet habe. Richtig. Aber da konnte ich doch nicht ahnen, dass solche inkompetenten Leute bei Ihrer Firma arbeiten. Aber okay, lassen wir das mal. Die letzte Frage war, wo sind Sie als Dienstleister, Finanzdienstleister reguliert? Ich weiß, dass es in UK ist. Wo sind Sie da reguliert? Wir sind bei FCA reguliert. Na, also prima, okay, gut, okay. Unser Hauptbüro, also wir sind ein internationales Unternehmen. Ja, den ganzen Text brauchen Sie mir gar nicht vorlesen. Wir kürzen das Ganze ab. Nennen Sie mal Ihre FCA-Lizenznummer, die sechs Zahlen. Okay, kein Problem. Sagen Sie mir bitte, nutzen Sie ein WhatsApp oder Nein, nutze ich sowas? Nicht. Nutze ich nicht. Okay. Ich habe Sie am Telefon. Ich habe Sie jetzt einfach am Telefon. Da können Sie mir einfach die Zahlen nennen. Okay, kein Problem. Gut. Kurz Moment, bitte. Natürlich. Das ist aber schon ein längerer Moment. Okay, kurz, also ich kann Ihnen diktieren einfach. Ja. Okay. Okay. Also unsere Referenznummer ist 932135. Okay, dann schauen wir doch mal. FCA. Ja, natürlich. Bei FCA. Ja, natürlich. Korrekt. Kein Problem. So, okay. Ja, bitte. Und dann schaut. Ja, wenn Sie nicht dauernd dazwischen reden würden, dann könnte ich schon weiterkommen. Aber Sie reden ja permanent dazwischen. Das ist fürchterlich. So, also. Ja, ich verstehe. Dann bitte mal die Adresse für Ihre Firma. Okay, Moment. Also Sie mein Hauptbüro oder was? Die Adresse, mit der Sie bei der Lizenz eingetragen sind. Okay, kleinen Moment. Und schon wieder ein kleiner Moment. Der Anruf dauert schon 46 Minuten. Also ich bitte um Entschuldigung. Also ich soll das alles nicht, also ja, in was denn? Kopf sagen, ja? Warum nicht? Also, sowas normalerweise weiß man sowas aus dem Kopf. Okay, also, in Englisch, Lansdowne House 57, Berkeley Square, London, W1J6ER, United Kingdom, also England. Okay. Haben Sie notiert? Ja, okay. Und jetzt prüfen wir doch einfach mal nach Ihre Webseite, mit der Sie handeln. Das ist infinityinvest.pro.
korrekt. Infinity ja. Invest. Infinityinvest.pro. Und komischerweise, so. Die Webseite, die Sie hier angeführt haben, hat eine ganz andere, einen ganz anderen Tradingnamen. Der Tradingname lautet nämlich Infinity Invest Partners Limited und nicht Infinity Invest also, Pro. Augenblick, lassen Sie mich ausreden. Das heißt, Sie... Also ich muss Ihnen erklären... Nein, Sie müssen nicht, Sie müssen mir erstmal ausreden lassen. Nein, Sie müssen mich erstmal ausreden lassen. Nein, 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 ich lasse Sie jetzt nicht ausreden. Sie können gerne weitersammeln, gar kein Problem. Ich weiß schon längst, dass Sie ein Betrüger sind. Ich weiß schon längst, dass Sie eine Betrügerfirma sind. Ja, ja, natürlich, ganz klar. Völlig klar. Doch, natürlich sind Sie Betrüger, ist völlig klar. Habe ich schon lange festgestellt. Ja, ja, okay. Wunderschön. Sehr geehrte, das ist wieder perfektes Deutsch. Ja, ja, schon klar. Natürlich, bei Betrügern bin ich immer unhöflich. Bei Betrügern bin ich immer unhöflich. Ja, ja, genau. Sie sind ein ganz, ganz seriöses Unternehmen, sind Sie, ne? Ganz seriös sind Sie, ja, ja, natürlich. Sie sind ein ganz fürchterliches Betrüger. Genau, und ich werde auch dieses Video wieder bei YouTube online stellen, damit ich Ihre Firma, damit ich alle Leute vor Ihrer Firma warne. Können sagen, was sie wollen. Ja, Sie können sagen, was Sie sollen. Sie sind ein Betrüger, Sie bleiben ein Betrüger, das ist einfach so. Sie können mich ja gerne anzeigen, gar kein Problem. Sie sind ein Betrüger, Sie bleiben ein Betrüger. Sie verstehen nichts, das ist mir klar. Sie verstehen einfach nur nichts, weil Sie fürchterlich dumm sind. Das ist der Grund. Sie haben einfach keinerlei Intelligenz. Doch, doch, genau. Das habe ich schon festgestellt. Sie sind alle so dumm, ne? Ja, ja, schon klar. Ja, genau. Habe ich schon festgestellt. Ja, ja. Ja, ja. Zu Betrüger bin ich nie höflich. Zu Betrüger bin ich nie höflich. Sie sind einfach nur ein dreckiger kleiner Scammer. Mehr sind Sie nicht. Ja, jetzt sehen Sie mal, wie Sie wirklich sind. Ja, sehr schön. Wenn ihr regelmäßig Videos dieser Art hört, sind bei euch sicher sämtliche Alarmglocken angegangen. Wie ihr gehört habt, geben die vor, eine Lizenz zu haben, weil bei flüchtiger Überprüfung unwissende Laien sehen, okay, da ist eine Lizenz. Aber wenn man genauer prüft, stellt man fest, dass es nicht deren Lizenz ist. Zusätzlich gibt es eine Menge Fakten, die mich schaudern lassen. Die E-Mail-Adressen für den Kontakt, den technischen Kontakt und den Administrator-Kontakt sind kostenlose E-Mail-Provider. Außerdem gibt es noch folgende Red Flags. Der Eigentümer der Webseite verbirgt seine Identität über einen kostenpflichtigen Dienst. Außerdem haben wir festgestellt, dass die Webseite aus einem Hochrisikoland bedient wird. Wir haben viele niedrig bewertete Webseiten auf dem gleichen Server gefunden und ganz viele negative Bewertungen über die Webseite gefunden. Außerdem wurde die Webseite erst kürzlich registriert und alle datenschutzrechtlichen Dienste werden auf einem gemeinsamen Server gehostet. Das war's also zu Infinity Invest. Vielen Dank, dass ihr auch heute dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Habt nette Menschen um euch und bleibt gesund und neugierig. Euer Callcenter-Crasher.